Open Data Kanton Zürich. Ja, wir haben Open Data seit rund einem Jahr, nicht ganz. Sind vielleicht bescheidene 35 Datensätze. Ich rede hier von Datensätzen des Kantons, nicht der Stadt. Wir haben diese Datensätze, die sind publiziert und das ist eigentlich auch, sagen wir, ein großer Erfolg jetzt, dass man in relativ kurzer Zeit hier diesen Schritt machen konnte. Hier ein Beispiel einer Visualisierung. Wir sehen hier den Kanton, hier auch ein Beispiel der Gemeinden, Steuerfinanzen, eine Visualisierung, die Studierenden der Berner, die Uni Bern gemacht haben, um zu zeigen, dass die Daten auch genutzt werden, so als Beispiel dieser Datensätze. Das zeigt einfach die Datensätze hier wieder, die Betonung flächendeckend Kanton Zürich, der Kanton, also ich rede jetzt von der kantonalen Verwaltung, die hat Datensätze, die eben auch die Tätigkeit im Kanton Zürich reflektieren. Wie war der Weg dorthin? Was waren so die wichtigsten Etappen? Was war eigentlich der Anstoß auch, dass wir in diese Thematik gestiegen sind? Ursprung war die E-Government-Strategie, die wir Anfang letztes Jahr erneuert haben. Wir haben dort die Thematik Open Data aufgenommen, weil wir gesehen haben, das ist ein wichtiges Thema, das diskutiert wird. Es bestehen Bedürfnisse und wir sahen als gegeben an, dass die Verwaltung sich hier mit dieser Thematik auseinandersetzen soll. Das ist nicht. Geht das? Gut. Als wichtiger nächster Schritt, eine Strategie ist ja nur so gut, wie sie auch zur Umsetzung Anlass gibt. Wir haben dann aufgrund der Entwicklung, die sich da gezeigt hat, auch auf nationaler Ebene entschieden, ein Pilotprojekt zu machen, in Zusammenarbeit auch mit dem Bundesarchiv, mit dem Schweizer Bundesarchiv und der Nutzung dieser Plattform. Der Launch war 30. Oktober und wir befinden uns heute noch nach wie vor im Pilotbetrieb. E-Government und Open Data. Ich werde hier ganz kurz philosophisch, dann verlasse ich diese Ebene wieder. Aber was gibt eigentlich uns den Anstoß, Gedanken zu machen zu Open Government oder eben auch Data. Wenn wir schauen, wie die Entwicklungen sind, wo E-Government angefangen hat, E-Government ist eigentlich nichts anderes als eine Reaktion auf die gesellschaftliche Entwicklung, die eben auch nicht vor der Verwaltung Halt macht. Wir haben angefangen, Dinge online zu stellen. Wir haben gesehen, dass man das Ganze erst nutzen kann, wenn es Transaktionen gibt, eben Geschäfte abwickelbar sind. Und als nächster Schritt sind diese Geschäfte eben nicht nur auf dem Desktop abzuwickeln, sondern mobil. Das ist so wie ein Entwicklungsschritt. Wenn man jetzt konsequent weiterdenkt, wohin geht die Reise, wo auch bezüglich Verfügbarkeit der Daten, auch hinsichtlich der Integration der Wertschöpfung, geht es eigentlich in eine Richtung vernetzte Verwaltung, Vernetzung und eben auch Offenheit. Erst wenn es gelingt, diese Daten sozusagen unabhängig von Ort und Zeit, auch unabhängig von irgendwelchen technischen Hürden verfügbar zu machen, stoßen wir in neue Gegenden vor. Das ist sicher etwas, was auch, vielleicht noch nicht heute, aber demnächst die Verwaltung in ihrem Kern treffen wird. Das ist so ein bisschen auch die Vision, die uns dann beflügelt hat und motiviert hat, den nächsten Schritt anzugehen, eben auch diese Herausforderungen, die wir festgestellt haben, die uns tangieren. Das eine ist die Frage, wie ist das mit unseren Daten? Sie sind überall in irgendwelchen Töpfen gelagert, verstreut, die müssen wir erschließen. Es macht nichts, wenn wir die einfach irgendwo dezentral haben. Wir haben auch Nutzungsbedingungen, wir haben es gehört. Wir wissen, dass es viele Leute gibt, die dann, wir haben auch solche Diskussionen, habe ich selber erlebt, wo man dann lange hin und her machen muss, kann man jetzt diese Daten nutzen, unter welchen Bedingungen, man muss einen Vertrag machen. Damit ist auch die Schwelle und die Nutzbarkeit der Daten dann irgendwann verloren, weil der Aufwand und auch das Unternehmensrisiko dann irgendwann zu groß sind. Die Kommunikationskanäle, das ist vielleicht etwas auch Neues für die Verwaltung, die müssen gepflegt werden, anders als früher. Die Leute, die die Daten pflegen, müssen auch mit Außenstellen in Kontakt treten. Es braucht vielleicht hier auch einen Informationsaustausch, es entstehen neue Bedürfnisse bezüglich Informationen. Rechtsfragen haben wir schon gehört. Die öffentliche Wahrnehmung, ja wisst ihr, wenn man jetzt anfängt, als Behörde Daten zu publizieren, Transparenz herstellt, wie ist das gewünscht, wie sind die Reaktionen? Und haben wir auch die internen Mitarbeitenden? Wollen die das? Können die das? Haben die entsprechenden Fähigkeiten? Also es gibt viele Gründe, nichts zu tun eigentlich und zu sagen, es ist viel zu komplex. Wir haben gefunden, wir machen das in einem Pilotversuch und sammeln dort konkrete Erfahrungen. Das war auch das Ziel,
konkrete Erfahrungen sammeln und diese Fragen zu klären zu versuchen. Nicht jetzt ein Grundlagenpapier zu arbeiten, sondern Praxis zu sammeln und auch entsprechend zu schauen, wie kommt das an. Konkret in diesem Pilotprojekt OGDZH, Kanton Zürich, haben sich die Stabstelle E-Government federführend, das Statistische Amt und auch die kantonale GIS-Zentrum beteiligt, zusammen mit dem schon erwähnten Bundesarchiv bezüglich der Plattform. Der Zeitrahmen habe ich auch schon erwähnt, Mitte letztes Jahr bis Ende Jahr. So, was sind so die Herausforderungen? Das eine habe ich gesagt, die Daten sind dezentral. Wie macht man das, ohne dass man jetzt ein riesiges Projekt starten muss? Das wäre offen gesagt ein Killer gewesen, wenn wir angefangen hätten, da irgendein riesen EDV-Projekt zu starten. Wir haben relativ wenig Ausgaben für die EDV ausgelöst. Das war einzig die Schnittstellen zum Bundesarchiv wurden, oder zur Plattform des Bundes, zur Pilotplattform mussten aufgebaut werden. Das Bild zeigt ein bisschen den Lösungsansatz. Ich möchte jetzt hier nicht in die Details gehen, weil die Zeit reicht auch nicht dafür. Aber es zeigt der Lösungsansatz einer föderierten Dateninfrastruktur. Ich denke, das ist ganz wichtig, gerade als kantonale Stelle, die sich immer ein bisschen im Sandwich zwischen Gemeinden und Bund vielleicht sieht, ist das ein Weg, der eben sehr gut zu den Entscheidungswegen auch passt, überschaubar ist und auch nicht zu viele Ressourcen braucht. Das war ein zielführender, sehr wichtiger Schritt. Der nächste Schritt sind Nutzungsbedingungen. Und in der Tat hat das immer ein psychologisches Element und natürlich ein rechtliches. Wir haben hier Glück gehabt, wir haben das diskutiert, wir haben nicht jetzt eine eigentliche OGD-Nutzungsbedingung eingefügt, das wäre dann vielleicht ein nächster Schritt, sondern wir haben hier die Nutzungsbedingungen, hier am Beispiel des GIS-Zentrums, angepasst, überarbeitet, so dass sie in eine Form kommt, dass sie eigentlich kompatibel ist mit CC BY oder ähnlichen Formen der Nutzungsbedingungen. Das setzt natürlich auch entsprechende rechtliche Vorarbeit voraus, die wir hier hatten. Nun einige Erfahrungen. Was waren diese Erfahrungen, die wir selber jetzt ein bisschen als Pilotversuch dient auch dazu, Erfahrungen zu sammeln? Was uns überrascht hat und sehr positiv, ist das lebhafte Interesse der Community. Man spürt das in Hackdays und das hat sich auch gezeigt, das war auch sehr wichtig, dass man dort teilgenommen hat, die Gelegenheit nutzen konnte, die Daten zu erklären und zu präsentieren. Das ist ein sehr wichtiger Teil, weil man dann auch ein bisschen besser abschätzen kann, was ist eigentlich das, was wirklich gefragt wird, auf was kommt es drauf an. Das ist eine wichtigere Rückmeldung. Die Medienaufmerksamkeit war relativ hoch für ein Verwaltungsprojekt. Positiv hoch, wir haben eigentlich positiv Rückmeldungen erhalten. Es gibt natürlich jetzt auch gewisse Erwartungen, die man dann vielleicht erfüllen muss. Erste Anwendungen haben wir auch schon gesehen, trotz bescheidenem Datenumfang. Es gibt sogar eine kommerzielle Anwendung, die auch darunter zu zählen ist. Was mich persönlich auch sehr beeindruckt hat, ist das persönliche Engagement der beteiligten Mitarbeiter aus dem GIS-Zentrum oder aus der Statistik. Das geht nicht. Ein solches Projekt kann man nur machen, wenn sich Leute auch selber bis zu einem gewissen Grad exponieren wollen und können, eben auch an solche Anlässe gehen, bereit sind, die Daten zu erklären, eine gewisse Begeisterung auch für das Thema haben. Sonst ist das sehr schwierig, denke ich, hier voranzukommen. Was wir auch feststellen durften, ist, dass andere Verwaltungsstellen das wahrnehmen. Man macht etwas, man sieht die Medien, man hört, das Thema breitet sich in der Verwaltung aus. Erkenntnisse aus dem Pilot, vielleicht kurz. Entscheidend war eigentlich die Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bundesarchiv, weil alles andere wäre ein zu großer Schritt gewesen für so einen ersten Schritt. Es braucht jedoch Vorreiter, es ist wichtig, dass Fachbereiche da sind, die vorangehen können, die eben auch bereit sind, hier etwas zu leisten, eben ohne Daten, sozusagen ohne das Rohmaterial Daten, kommt man sonst nicht so weit. Dialog mit der Community und Engagement und Bereitschaft der Mitarbeiter habe ich schon erwähnt. Es bleibt aber noch einiges zu tun, liegt eigentlich auf der Hand. Das führt mich auch hier ein bisschen zum Fazit dieser Erfahrung. Der föderierte Ansatz funktioniert. Der ist sehr wichtig. Damit können auch in einem bescheidenen Umfang, mit bescheidenen Ressourcen, bescheidenen Umfang von Daten etwas erreicht werden. Es ist aber wichtig, dass man schrittweise vorgehen kann. Man kann das nicht in einem Tag erledigen, sondern es braucht gewisse Stufen auch zur Sicherheit. Wichtig ist auch,
Und dazu hat auch die Strategie übrigens des Bundes sehr geholfen. Das gibt hier eine gewisse Leitplanke. Wohin geht die Reise? Was macht der Bund? Wo kann man Synergien nutzen? Aber nicht zuletzt ist die öffentliche Diskussion, und deshalb, da schließe ich mich an den Vorredner an, die ist sehr wichtig. Was heißt das? Es findet eine Güterabwägung statt. Was ist privat? Wie weit geht Privatsphäre? Wie weit geht Öffentlichkeit? Ich denke, das spüren wir auch und das hat Einfluss auch, wie wir uns aufstellen. Es ist eine Herausforderung, das auch abzuschätzen dann konkret, wenn man Daten hat. Wir haben auch Kontakt mit dem Datenschutz. Der gibt uns auch Rückmeldungen, teilweise kritische, was alles möglich ist. Ich denke, diese Diskussion können wir innerhalb der Verwaltung nur bedingt führen. Dazu brauchen wir die Öffentlichkeit. Und das ist auch mein letztes Statement. Im Prinzip ist jetzt auch Politik gefordert und die Öffentlichkeit hier entsprechend sich zu äußern. Besten Dank. Herzlichen Dank. Ich habe auch für Sie eine Frage aus dem Publikum erhalten. Und zwar, als Sie gesagt haben, es gibt eine kommerzielle Anwendung, sind die Leute natürlich hellhörig geworden. Können Sie uns dazu etwas mehr sagen? Was ist dies für eine Applikation? Was ist das Geschäftsmodell? Also zum Geschäftsmodell kann ich vielleicht nicht so viel sagen. Die Anwendung ist nicht vom Kanton, das ist ein privater Anbieter, der macht Lösungen für die Orientierung in Städten und dort verwendet er GIS-Daten, um die Haltestellen, die sind dort erwähnt, die Damm-Haltestellen und Bushaltestellen zu referenzieren. Das ist die Anwendung, die kommerzielle Nutzung sozusagen. Und der verkauft das an Verwaltungen, an Städten. Okay, können Sie uns HTTP:// Das ist, ist auf der Seite übrigens, auf der Open Data, der Kontakt ist drauf. OpenData.ch, Anthrazit heißt die Firma, wenn ich da die Werbung machen darf, sozusagen, aber das findet man publiziert als Beispiel einer Anwendung. Sehr schön, ganz herzlichen Dank noch einmal Ihnen, Herr Czerita. Merci.